sub-bass note and then move it up each note, you know what I mean? Yeah, we can totally do that. Might be where, that's the only thing I'm missing is that real low sub. Okay. That it needs to be generated yeah. somehow. Okay. So we, you know, like a subharmonic thing might do it, but... Yeah, yeah, but no, it's still like a little... You're already using the octave. Yeah. So that's maybe a little bit money. Yeah, that's a great idea, actually. The biggest challenge making the album was actually coming to terms with the degree. Die größte Herausforderung war, den Perfektionismus unseres Produzenten Matt zu knicken. Very alien to how we normally work. Wir sind musikalisch in den 90ern groß geworden, wo es als cool galt, locker und rau zu spielen. Being a bit raw is kind of cool, you know, it was seen as cool. And we found ourselves sort of in a... Matts Perfektionismus und Strenge fühlte sich für uns deswegen zeitweise sehr fremd an. Whereas he was going towards a more... Die Herausforderung war, trotz aller Auseinandersetzungen am Ende eine gemeinsame Mitte zu finden. Bring it down slightly and beat part of the snare than not have it at all. I like that. I like the percussiveness. Wie es bei Konzeptalben so ist, bauen die Songs aufeinander auf. Nur wer das ganze Album hört, versteht das Gesamtkunstwerk. Erst die Verzweiflung, die Aufgabe, bis alles verloren ist. Dann das Wiederaufrichten, das Kämpfen beginnt. Die Kontrolle wird zurückgewonnen, so dass am Ende Freiheit wieder möglich ist. Den Menschen und seine Gefühle zu schätzen, aber selbstständig zu denken. Das ist eine uralte Botschaft, die heute immer bedeutender wird. In einer Welt mit religiösem und unternehmerischem Extremismus. Regierungen mit wirtschaftlichen Absichten und Medien, die von Nutznießern kontrolliert werden. Wir leben in einer Zeit, in der selbstständiges Denken immer wichtiger wird. Thinking for yourself is becoming more and more important. I think some music has got a slightly harder edge. Einige Stücke haben einen etwas härteren Sound als andere. Mercy, for example, actually, I suppose lyrically it's sort of slightly... Textlich ist zum Beispiel Mercy zwar eher düster, aber musikalisch fühlt es sich sehr positiv an. Da möchte man einfach mitklatschen. Yeah, clap along. Yeah, but and then there's a track line. The Handler hat dagegen ein viel zornigeres Gitarrenriff. More of an angry riff. Dann möchte man aufspringen und Stühle umwerfen. Kick over a few chairs. And Cycle. Und bei Cycle willst du den Stuhl aus dem Fenster werfen. Wir haben solchen Spaß, das zu spielen. Mit dem Album Drones auf 20 Jahre Bandhistorie zurück. Experimentierfreudig waren die Briten schon immer. Ihre Alben The Second Law, The Resistance oder Black Holes with Revelations sind bombastische Rockalben, die viel mit Orchestern, Elektronik und Effekten arbeiten. Die Musikrichtung New Rock ist durch Muse quasi erst entstanden. Erfolge nach sich ziehen. Und räumt einen Grammy in der Kategorie Bestes Rockalbum ab. Für das
Second Law haben Hughes mit David Campbell zusammengearbeitet. Einem Komponisten, der auch Beck, Adele oder Radiohead unter die Arme greift, wenn es um die Verbindung zwischen Rock und Klassik oder Jazz geht. Der erfolgreichste Song dieser Experimentierphase ist das elektrohymnische Madness. Experimentieralben kehren Hughes mit ihrem siebten Studioalbum Drones wieder zurück zu ihren Wurzeln, dem Alternative Rock. Die letzten Alben waren sehr experimentell und wir wollten jetzt ein härteres Rockalbum machen. Wir haben uns vom Produzieren und Feilen der Technik distanziert. Wir hatten ja Max Lang, der sich um den technischen Teil kümmerte, damit wir uns ganz aufs Spielen konzentrieren konnten. Zusammenspielen, das tun sie, bis auf eine Ausnahme. Die beschreitet Matthew Ballon im Mehrspurverfahren. Es ist das Titelstück Drums. Die größte Überraschung auf dem Album ist sicherlich der letzte Titel. Ein stilles, vierteiliges A-cappella-Stück, das nichts mit Rock zu tun hat. Es ist ein Ausflug in die Klassik. Weiter kannst du dich nicht von zeitgenössischer Musik entfernen. Much as far as you can get from modern music. It's a pretty haunting track to end. Es ist ein quälender Geistertrack, in dem ich versuche, den Stimmen der namenlosen Opfer von Drohnen Ausdruck zu verleihen. Denn die Opfer erfahren nie Gerechtigkeit und die Öffentlichkeit erfährt auch nie, wer den Knopf zum Töten gedrückt hat. Hit the button, yeah. Hughes bastelt noch an der perfekten Live-Umsetzung des Tracks, denn die Planung für die nächste große Tour läuft bereits. Wie einzelne Stücke des Albums bei ihren Fans ankommen, haben sie in kleinen Clubs, wie hier in Kölner Gloria, schon mal getestet. Super genial, also die Atmosphäre war genial. Wie kannst du dann das beschreiben? Die kleine Menge da und davon die Atmosphäre, die Leute durchgetragen ist. Jetzt genial! Irre! Wenn diese drei dürren Jungs aus wie in England führe ich die längste Beziehung meines Lebens. Seit über 10 Jahren, da ist bis jetzt kein anderer Mann irgendwie rangekommen, da wird kein anderer Mann irgendwie rankommen. Das ist halt die Liebe meines Lebens. Die große Liebe wird natürlich auch die großen Bühnen bespielen. Genaue Tourdaten gibt es noch nicht, aber ein bisschen verraten sie schon jetzt. Wir planen für nächstes Jahr eine große Arena-Tour in Europa und werden auf jeden Fall auch nach Deutschland kommen. Wir freuen uns darauf, mit Videoleinwänden und Flugobjekten wie Drohnen zu experimentieren. Flying objects like drones, basically. Muse sind live ein außergewöhnliches Erlebnis, wie hier auf dem Download-Festival in England. Eines der bislang spektakulärsten Konzerte der Bandgeschichte führte Muse 2013 nach Rom. 61.000 Fans sind damals an einem Abend zusammengekommen, um die britischen Rock-Superstars live zu erleben. Geschichte, die eigentlich nur den Weg nach oben kennt, ist es sehr sympathisch, dass die drei Rockstars aus England auf dem Teppich geblieben sind und ohne Star-Allüren auskommen. I would say musician. Ich würde mich als Rockmusiker beschreiben. Okay.
Das ist, was wir sind. Wir sind Musiker und keine Rockstars.